Wir haben zum Webinar Music Business Romy Reis eingeladen, das Webinar zu halten. Und jetzt wollen wir sie natürlich auch im Interview auch vorstellen. Romy, vielen Dank, dass du dieses Webinar übernommen hast. Stell dich doch ein bisschen für unsere Teilnehmer vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Genau. Erstmal danke für die Einladung. Woher komme ich? Ja, also ich selber bin quasi Quereinsteigerin. Ja, ich komme nicht seit Beginn an aus dieser Branche. Ich bin zwar musikaffin seit der Stunde Null und habe auch in meiner Jugendzeit bei verschiedenen Bezirkszeitungen gearbeitet und dort Bands, heimische Bands verfolgt und quasi als Group begleitet und habe aber dann letztlich was anderes studiert und recht früh Kinder bekommen. Und als die dann die Jüngste quasi alt genug war, und das war zu der Zeit dieser ganzen Castingshows, die es damals gegeben hat, bin ich oft vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, das gibt's nicht. Wir haben so viele tolle Talente in Österreich und man hört und sieht nichts von ihnen. Und mein Mann hat dann irgendwann einmal gesagt, Käppel nicht, tu was. Und ich habe mir nur gedacht, wie soll ich das machen? Ich komme nicht aus der Branche, ich habe das nicht gelernt, ich kenne das Handwerk nicht. War aber schon in der Wiener Musikszene unterwegs, habe dort einige Wiener Produzenten schon gekannt. Und habe dann einen von diesen, den Lukas Hillebrand, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion angeschrieben und ihm ein Businessmodell vorgeschlagen. Und der hat dann sofort gesagt, ja, das klingt super, machen wir es einfach. Mhm. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber so war es halt. Und zu der Zeit hat der Lukas gerade ein Playback für den Julian Le Play, also damals Julian Heidrich, bürgerlicher Name, für die Castingshow Helden von Morgen gemacht. Und über diesen hat er dann irgendwie genau zu dem Zeitpunkt, das war 2010, zu uns gefunden, wie wir unsere Firma Grid Music gegründet haben. Und da hat quasi dann alles begonnen. Also auch ein bisschen ein Zufall. Zufall und wahnsinnig viel Naivität, beziehungsweise einfach viel Selbstbewusstsein. Das klappt sicher, weil uns taugt es und das kann nur gut werden und wir gehen die richtigen Schritte und sind ein hohes Risiko eingegangen mit der ganzen Aktion. Alle in hohe Vorleistungen gegangen, sowohl das Team als auch die Musiker. Aber unterm Strich braucht es das wahrscheinlich auch, den Mut und auch das Engagement, um wirklich eine Sache gut auf die Beine zu stellen. Das hat ja dann letztlich auch funktioniert, Gott sei Dank. Ja, nicht nur ein bisschen, auch die goldene Schallplatte. Genau, also wir sind dann beim zweiten Album bedankt worden mit der goldenen Schallplatte. Das war natürlich dann schon eine super Auszeichnung für das gesamte Team. Welche Künstler betreust du jetzt sonst noch? Ich habe aktuell den Lemo und den Thorstein Einarsson. Ich fahre eigentlich mein Prinzip, dass ich weniger betreue und dafür gründlich, ja, weil das braucht sehr viel Zeit und Energie und Aufmerksamkeit. Und ich bin draufgekommen, man kann zwar viele Künstler in seinen Roster aufnehmen, bringt aber nichts, weil man dann immer weniger Zeit hat für die anderen. So bin ich beratend für viele unterwegs, aber im Management habe ich jetzt den Lemo und den Thorstein Einarsson. Welche Ausbildung hast du gemacht? Unsere Teilnehmer kommen jetzt sind jetzt in der Event-Ausbildung. Was war dein Weg dorthin und würde es auch ohne diese Ausbildung gehen bei dir? Also gehen tut immer alles natürlich. Ja. Bei mir war es explizit keine Ausbildung in die Richtung. Ich habe Publizistik, Kommunikationswissenschaft, Theaterwissenschaft und Filmwissenschaften studiert. Hat überhaupt nichts mit der Thematik zu tun. Das Einzige, was man dort lernt, ist gutes wissenschaftliches Arbeiten. Ist aber auch schon wieder länger her. Und tatsächlich, die Musikbranche war bei mir ein einziges Learning by Doing. Und ich habe auch sehr viele Fehler gemacht und aus jedem Fehler gelernt und halt nicht aufgegeben. Und bis zu einem Punkt und irgendwann einmal, ja, mit jedem Schritt hat man gemerkt, es wird immer professioneller und man bekommt auch das Feedback von außen, von der Branche und auch dann auch international. Und ja, man muss einfach viele Fragen stellen. Ich habe sehr viele Fragen gestellt. Ich habe mir immer getraut, die Leute anzusprechen, bitte erklär mir das, was ist das, wie geht das? Das ist das Allerwichtigste, sich nicht genieren, wenn man etwas nicht weiß. Auf jeden Fall, ja, so sehe ich das auch. Dieses Thema Musik oder Music Business, Musik-Events im weiteren Sinne, wieso macht das aus deiner Blickwinkel sozusagen Sinn, auch das in einem Event-Management-Lehrgang auch zu thematisieren? Wo sind da die Anhaltspunkte auch für die Event-Manager? Also was mir immer wichtig war von Beginn an, war Professionalität. Ja, und zu einer Professionalität, das gilt sowohl einerseits für den Event-Manager oder Manager als auch für den Künstler auf der anderen Seite, gehört auch ein gewisser roter Faden, der immer eingehalten wird. Ja, der kann natürlich auch ein bisschen abweichen, aber was man sehr stark gesehen hat in den letzten Jahren, die Leute, die einfach nicht professionell agiert haben, sind auch nicht sehr weit gekommen. Mhm. Viele unterschätzen das und deswegen ist quasi so ein Leitfaden oder eine Anleitung oder eine Ausbildung dahin sicher lehrreich und hilfreich, ja, dass man nicht unnötige Kilometer geht.
Auf jeden Fall, das Musikthema ja auch im Event ja auch ein ganz wichtiges von Acts und so weiter. Dass man auch letztlich geht es auch um viel Geld, es ist letztlich auch ein wirtschaftlicher Bereich und ja, viele verbinden die Kunst und die Musik immer mit einem Hobby, aber da geht es tatsächlich um viel Geld und eine große Verantwortung und auch ein wirtschaftliches Risiko. Und wenn man im Vorhinein diese wichtigsten Punkte kennt, ist einem sicher geholfen. Ja. Kommen wir zu deinen Lehrheft, zu deinen Webinarteilen. Wir haben es ja vorher gerade auch aufgenommen. Kannst du auch den Teilnehmern so ein bisschen anteasern, um was es da geht in diesen vier Teilen im Lehrheft, damit sie sich auch entscheiden können, auch vielleicht welches Wahlwebinar sie nehmen und dann zu deinem greifen? Ja, und zwar habe ich versucht, diese vier Teilbereiche aufzugliedern. Einerseits in die Themen, die mich sehr beschäftigen, auch im Beruf. Andererseits, die ich denke, am wichtigsten sind, sozusagen auch in der Praxis vorgetragen zu bekommen, weil alles andere kann man letztlich nachlesen, nicht? Und da habe ich als ersten großen Punkt natürlich Live-Musik rausgenommen. Das fängt an mit, wie plane ich Veranstaltungen und geht über Promokonzerte und was benötige ich dazu? Dann den nächsten großen Punkt natürlich, mein Hauptpunkt ist Musikmanagement und alles dazugehörige. Der dritte Punkt ist die Albumproduktion. Einerseits die Aufnahmen im Studio, das Team zu bilden, andererseits auch sozusagen, wie produziere ich überhaupt ein Album im Sinne von, wo lasse ich es pressen, wie, mit wem, wie verkaufe ich es. Und der letzte ganz wichtige Punkt dann auch, gerne viele vergessen, ist natürlich die Promotion. Ja, da geht es einerseits um die Selbstvermarktung und andererseits über professionelle Agenturen. Ja, ich habe es ja schon gehört, fand es sehr spannend. Gegebenenfalls, die Ausbildung ist jetzt schon ein paar Jahre her, welche drei Dinge möchtest du, dass den Teilnehmern schlussendlich von deinem Webinar überbleiben? Wenn sie sich sonst gar nichts merken, aber drei Dinge bleiben auf jeden Fall hängen. Ganz wichtig, Professionalität ist mir ganz wichtig in jeder Hinsicht, sich professionell auszudrücken, auch in der Schriftform. Wenn man, egal ob man als Veranstalter oder als Künstler auftritt, bitte immer die gängigen richtigen Wege gehen, die Kommunikation einhalten, verlässlich sein, pünktlich sein. Das sind zwar recht Oldschool-Tipps, aber das sind wesentliche. Ja, dann ist mir natürlich auch wichtig, dass nie der Spaß an der Sache verloren geht. Und letztlich ist es ein total großfältiges Gebiet. Ja, jeder versucht, seine Sparten abzudecken und jeder arbeitet ganz individuell. Es gibt zwar einen groben roten Faden, aber wie gesagt, jeder arbeitet anders und das gilt für sich selber rauszufinden. Das möchte ich auch gerne vermitteln. Mhm. Du hast ja auch ein bisschen Einblick gewonnen in unseren Diplom-Event-Management-Lehrgang der ESB Academy. Wieso macht so ein Lehrgang, auch wie wir ihn anbieten, mit sehr viel Praktikern, auch mit dieser Praxis- und Webinar-Geschichte aus deiner Sicht Sinn? Also einerseits ist es, glaube ich, heutzutage vielen gar nicht möglich, jahrelang irgendwo in Lehrveranstaltungen anwesend zu sitzen. Ja, viele entdecken ihren Beruf auch erst später, sind berufstätig oder haben eben Kinder, das war bei mir genauso. Dann hat man nicht die Zeit, jetzt auch noch sich 4 Jahre auf eine Universität zu setzen, zumal die Universitäten gar nicht auf diese Themen spezialisiert sind. So, und nämlich auch zeitaktuell. Ja, das ist, glaube ich, auch der Riesenvorteil. Es wird einfach wirklich an dem Moment angepasst und beinhaltet nicht irgendwelche Lehrthemen, die vor 50 Jahren stattgefunden haben. Das ist uns auch immer ganz wichtig, eben auch immer wieder neue Themen einzubringen. Ja. Generell, wir haben jetzt die Teilnehmer, die in dieser Ausbildung sitzen, die jetzt auch mal auch ihr Leben sozusagen oder ihr Karriereleben jetzt gerade auch starten. In welche Richtung des Events soll es gehen? Kannst du unseren Teilnehmern ganz persönliche Tipps vielleicht zur Lebensplanung oder zur Berufsplanung geben? Was hat dir geholfen? Welchen Weg, welche Tipps und Tricks kannst du da geben, um vielleicht auch mal eine bekannte Musikmanagerin oder im Eventbereich auch erfolgreich zu werden? Das Wichtigste ist, seinen Selbstwert erkennen. Ja, man darf sich auch selbst nie verschenken. Ja, genauso wie der Künstler das nicht tun sollte oder das Team gegenüber. Arbeit ist immer etwas wert. Leistung ist etwas wert. Man darf da auch dafür was verlangen. Ja, das ist ganz früh wichtig. Man fängt nicht mit großen Gagen an, mit großen Beteiligungen, aber man verschenkt seine Arbeit nicht. Und das wird auch durchaus immer akzeptiert vom Business. Das ist das eine. Das andere habe ich auch schon erwähnt, eben professionell zu arbeiten. Und das dritte ist, sich vielleicht auf einen Punkt zu spezialisieren. Es gibt viele, die machen alles. Und ich habe auch viele Bereiche früher abgedeckt und bin letztlich dann beim Management nur noch gelandet und bei der Beratung als großen Hauptpunkt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich in einem Thema wirklich gut auskennt. Mhm.
Romy Reis, vielen herzlichen Dank für deine Webinare, für dein Lehrheft. Ich freue mich schon sehr, auch auf das Feedback der Teilnehmer. Bedanke mich bei dir und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sommer. Herzlichen Dank, auch dir. Danke.